Hallo und herzlich willkommen zum Citizen Report. Ich befinde mich auf Hurston und an einem der, ja, kann man es Ozean nennen, der großen Wasserflächen und wollte mir mal so die, ja, neue Ocean Shader oder wie sie das nennen, mal angucken. Also sie sieht cool aus, vor allen Dingen so im Sonnenuntergang, wird natürlich wieder dunkel, wie das immer so ist, wenn ich irgendwas vorhab, aber ich mag auch dieses Lichtspiel bei Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Wir fliegen gleich nochmal so ein bisschen rüber, so sieht man gar nicht mal so viel. Ne, man erkennt da diese Wellenbewegung und das ist auch wohl mal mehr, mal weniger. Im Moment herrscht hier wenig Wind und ja, sieht cool aus. Kann man nicht anders sagen. Auch hier jetzt so die Beleuchtung, also Schiff so im Hintergrund, dann die Sonne. Auch hier da die Bucht, das ist richtig cool. Also wenn man später mal sich so Land claimen kann, ne, das soll ja so in der Art kommen, dass man sich ja irgendwo ein Grundstück suchen kann. Also da wäre doch geil, wenn man hier so eine Basis hätte, ne, so unterirdischen Hangar. Das wäre richtig cool. Also ich finde, das ist wirklich ein Bild für die Götter hier. Kann man nicht anders sagen. Gut, ja, gucken wir uns das nochmal von oben an und hupsala. Dann machen wir noch einen kleinen Auftrag, würde ich sagen. Jetzt komme ich hier nicht mehr rein, oder was? Hab ich ja wieder so seltsam geparkt. Nee, komm, mach keinen Ärger. So, ein bisschen Anlauf geht's. Da machen wir noch mal einen kleinen Rundflug. Ja, wir haben wieder ein paar Patches gehabt. Es hat sich so ein bisschen was getan. Was wir hier sehen, das gab es aber ja, ich glaube, in der ersten 13er, also seit 13, ne, dass die Fahrwerksanzeige hier Gier jetzt ist. Ich habe die immer hier gesucht, wo sie vorher war. Und ja, das hat sich jetzt so ein bisschen geändert. Das ist mir so als erstes aufgefallen. Auch am ganzen Target-System und so weiter wird ständig dann rumgebaut. Warten wir mal ab, bis das fertig ist und dann gucken wir uns das nochmal genauer an. So. Ich habe hier eine Insel gefunden, mitten im großen Ozean. Also ist schon gewaltig, auch so, wenn man sich das so anguckt, ne? Ich meine, klar, das gibt es in vielen anderen Spielen auch, so diese, ja, super Texturen und so weiter. Aber wenn die das auf allen Planeten. Man muss ja auch immer mal so ein bisschen die Masse betrachten, wie viel oder wie groß das jetzt letztendlich wird. Ich finde, so von oben sieht das so ein bisschen, ah, vielleicht sogar noch ein bisschen interessanter aus, aber ein bisschen besser aus mit den Wellen hier. Sieht das gar nicht so animiert aus. Ich weiß nicht, ob das irgendwie in Stocken geraten ist. Ah, jetzt wieder so ein bisschen. Also gerade eben waren, als ich angeflogen kam, waren da so richtig, ja, ein bisschen hohe Wellen, konnte man sehen. Ja, der Wind dreht mich jetzt wieder so in eine Richtung hier. Okay, ja, dann würde ich sagen, gucken wir noch mal eben, ob wir irgendwie einen kleinen Auftrag fliegen. Ich werde mal eben hier so ein bisschen in den Himmel steigen. Und mal gucken, was wir. Ah, fliegen wir denn gerade? Jo, haut hin. Irgendwie einen kleinen Auftrag machen.
Vielleicht was, was wir lange nicht gemacht haben. Delivery Mission. Investigate Mission Client Kevin Stackhouse. Der heißt so, also. Der ist bestimmt wieder in Aberdeen Cave. Das machen wir nochmal. Ich hatte das ja schon mal versucht, da habe ich mich ja verlaufen. Das machen wir nochmal, aber da will ich vorher was checken. Maintenance. Disposal Request, Rosenblumen Reclamation. Ja, Bounty Hunter, die ganzen Sachen haben wir auch schon einiges gemacht. Und auf Rumballern habe ich jetzt, ehrlich gesagt, momentan jetzt wohl keinen Bock. Da haben wir auch schon so viel von gemacht. Delivery. Ja, bei dem Personal. Ah, da gibt es wieder so ein paar Bio-Waste. Auch wenn es jetzt nichts Besonderes ist, wir machen mal Disposal Request. So. BOWs picking up is ready for removal. You'll be picking up from a few different locations. Standard pay plus whatever you can make selling the BOWs. One-time contract. Wir machen das einfach mal. Das ist eine einfache Mission, die haben wir, glaube ich, schon mal gemacht. Ich möchte jetzt aber gerne mal eben testen, oder ich könnte mir vorstellen, dass das auch so eine Schlüsselmission ist, dass man dann vielleicht auch noch andere Sachen angeboten bekommt. So ein bisschen ist ja nicht so die riesige Auswahl immer, vor allem wenn viele Spieler im System sind und ja auch immer so einiges wegklauen an Aufträgen. Und ich denke mal, das war, glaube ich, vorher auch schon. Wir haben ja jetzt hier bei den Delivery Missions ja immer, dass wir drei Ziele haben oder ja entweder drei Ziele zum Abliefern oder drei Ziele zum Aufnehmen. Jetzt habe ich natürlich nur die drei Ziele zum Abliefern hier. Genau. Naja, also entweder müssen wir an drei verschiedenen Stellen das aufnehmen, an einer Stelle abgeben oder umgekehrt. Also viele Sachen sind jetzt so multi, sagen wir mal. Wir haben ein bisschen unterteilte Aufgaben. Ja, und genauso haben wir es hier. Go to, go to, go to. Und collect the bio waste. Ja, das sind natürlich wieder jetzt drei Aufgaben, aber okay, und die Bezahlung ist natürlich äußerst mau. Aber das befindet sich alles hier in der Nähe, von daher brauchen wir nicht so weit fliegen. Gut, außerdem darf man den Bio-Waste dann ja behalten und verkaufen. Ist ja auch was wert. So, wir haben hier ein Collection Site 69.000, aber irgendwo muss hier noch was in der Nähe sein. Genau. Dann fliegen wir da noch erst immer hin. Bottom travel initiated. Landing gear rejected. Oh Gott, hier die Landing Gear raus. Er kommt davon, wenn man am Quasseln ist. Vergissen wir wieder die Hälfte. Doro ist natürlich dunkel, wie das immer so ist. Ups, was war das? Wolken oder was? Okay. Quantum Travel complete. Ah, hier, der Wind dreht mich wieder. Ja, aber der Atmosphärenflug ist schon Eckchen, ja, schwieriger will ich nicht unbedingt sagen, aber man muss ein bisschen mehr aufpassen, dass man gegensteuern muss und so weiter. Bei Dunkeln ist das natürlich doof. Oh Gott, und ich sehe, der sieht aus, ist ein Berg. So, wie sieht es mit der Lampe aus? Nix. Bin auch noch zu hoch. Oh,
Kamera, ich muss ständig gegensteuern. Da dreht sich jetzt langsam wieder. Ist echt ein bisschen ruppelig, das Ganze. Ach, hier sind gleich zwei Karton. Drei? Achso, nee, da werden mir die anderen angezeigt, die auf der anderen Seite, auf dem Planeten, hier auf der höchsten sind ja hier noch mehr zum Einsacken. Ja, wir fliegen mal hier direkt daneben, dann wollen wir nicht so weit laufen. Quietsch. Irgendwie habe ich hier, glaube ich, ein R2-D2 hinten drin oder was, ne? Dieses Gepiepe immer. Klingt so ähnlich, oder? Okay, dann machen wir mal das erste Kistchen ab. So, und die Helmkamera geht auch endlich wieder. Vor dem Patch hier habe ich gemerkt, dass sie nicht funktioniert. So. Na? Willst du mich reinlassen oder nicht? Nee, ne? Och nö, komm. Ach. Ach, Moment. Das war auch ein. Genau, das ist ein Bug, dass die Türen eventuell nicht richtig funktionieren. Was übrigens auch mit den Hangartüren passiert, ist mir übrigens auch passiert, als ich in den Hörsten gestartet bin, dass die. Ich wollte gerade aufsteigen aus dem Hangar. Da schließen sich die, schließt sich die Luke oben wieder. Ist auch ein Bug. Fand ich dann nicht so nett, wäre ich fast dagegen geknallt. Und man muss dann einfach nur noch mal neu ja, Startgenehmigung so gesehen anfordern. So. Gott sei Dank. Ich dachte, das wäre schon wieder alles im Eimer hier. Ich glaube, es ist wieder ziemlich windig. Also, wer sich hier abmüht. Gluckert schon wieder so gefährlich hier. BOWs. Ich will gar nicht wissen, was da drin ist. Weg damit. So. Okay. Wieder aus. Also die Bezahlung ist natürlich mau. Also die Mission kann man ja keinem empfehlen. Es sei denn, der BioWays bringt nachher noch einen Haufen Kohle. Das möchte ich aber mal bezweifeln. Engines online. Launch complete. So. Landing gear retracted. So, dann müssen wir erstmal wieder ein bisschen hoch. Wieso habe ich da jetzt 0 von 3? Ach nee, ich habe da irgendwie eine Kiste vergessen, dass da mehrere waren. Ich werde bekloppt. Das kommt, weil gerade eben. War doch, dachte ich, das wäre der Marker für die andere Station hier, die da hinten. Da. Dämlich, aber das ist ja hier gar nicht bei der Station, denke ich gerade.
Nee. Doch, 1700 Meter. Mitten in der Plaine oder was? Ja, komisch. Also das kann ich mir fast nicht vorstellen, dass das richtig ist. Proximity Alert, Deck. Landing Gear deployed. Landing complete. Das gucken wir uns mal an. Oder ist die Kiste hier rausgefallen? Ne, die steht da noch. Hier steht wieder Outpost completed 1 von 3. Ja, siehst du, hier ist nix. Die hier jetzt angezeigt werden, ist 1670 Kilometer. 1442 Meter. So, und das Doofe ist, ich habe keinen Spaten dabei. Na, da haben wir es wieder. Ah, hier, das ist ein Bug. Da stimmt was nicht. Ach komm her, ignorieren wir das. Könnte unter Umständen sein, dass die Mission dann nicht beendet werden kann. Hey, jetzt zeigt der Outpost cleared 1 von 3 an. Wenn ich gleich starte bin, dann zeigt er wieder 0 von 3 an, fürchte ich mal. Na komm. Okay, so, mal gespannt, gleich sieht er aus. Landing Gear retracted. Okay. Jetzt steht 1 von 3, das bleibt jetzt wahrscheinlich auch stehen. Scheinbar. Naja. Definitiv ein Bug. Kann man nichts machen. So, den kann ich noch nicht. Ja, klar. 7000. Was? Das ist der, wo wir gerade waren. Na komm. Aber zumindest zeigt er an, Outpost completed 1 von 3. Geklappt haben. Wir können natürlich auch ein bisschen schneller aufsteigen, dann geht es schneller. So ein bisschen blöder auf Hörsten, weil die Atmosphäre ja ziemlich. Oder der Planet ja auch hoch, die Atmosphäre ziemlich hoch. Ich meine, okay, wir haben da geändert. Ne? Vorher musste man, glaube ich, bis 90.000 hochfliegen. Bevor man Jump Drive benutzen konnte, das geht jetzt schon so bei 12, 13. Mal gucken. Da geht schon. HTMS Operator. Okay. Quantum Travel initiated. Gut, fliegen wir halt am Rücken. Ja, also hier ist das Licht an. Oh. Was wird das denn? Hatte ich gerade eben schon mal, aber in dreifacher Geschwindigkeit. Und das hört aber dann auch auf, so wie jetzt. Sobald der Quantum Drive beendet war.
Ja, was gibt's noch? Momentan wird ja viel am Target-System rumgearbeitet. Ich glaube, da hast du das letzte Wort noch nicht gesprochen. Dann können wir das gucken wir uns mal genauer an, wenn die damit fertig sind. Und was mir ganz wichtig war, ist das Problem, dass man sich ständig den Hals bricht, wenn man im IWE-Mode wieder ins Raumschiff zurück will. Wenn man jetzt direkt ins Cockpit einsteigt, wie beim Fighter, ne, Super Hornet und so weiter, ist das Problem ja nicht. Aber wenn ich so wie hier bei der Avenger oder ja auch bei der Sentinel, bei der Vanguard hinten durch die Luke, ja, einsteigen will, da muss ich ja. Ja, so genau kann man fast gar nicht ziehen. Irgendwann detscht man mal irgendwo an. Und dann war ja das Problem, dass er sich da meistens irgendwie was extrem gebrochen hatte, Genick gebrochen, was auch immer. Dass man zumindest in vielen Fällen dann zack, bumm, tot war. Das haben sie jetzt wohl gefixt. Ich habe so den Verdacht, die haben das einfach komplett rausgenommen. Also das jetzt nicht irgendwie so gemacht, dass es nicht mehr so empfindlich ist, sondern ja, diese Kollisionsabfrage, sag ich mal, komplett rausgenommen. Könnte ich mir vorstellen. Deswegen gibt es ja auch hier diese anderen Kollisionsbugs. So. Aber was will man sagen, es ist immer irgendwas und da brauchen Sie auch nicht drüber aufregen. Wir sind halt noch im Alpha-Modus. Und das wird auch wohl noch ein Weilchen so dauern. Aber wichtig wäre meiner Meinung nach, dass Sie jetzt Ende des Jahres Squadron 42 den ersten Teil rausbringen. Denn ich fürchte, sonst werden denen so nach und nach die Leute mal weglaufen. Das sieht auch cool aus hier. Oder besser gesagt, ne? Einige werden ja schon ungeduldig. Und Squadron 42 ist ja der Einzelspielermodus, der wohl aus zwei Teilen bestehen soll. Und ja, wir haben ja eigentlich 2020 damit gerechnet. Okay, jetzt kann sich natürlich jeder schön rausreden wegen Corona. Ja, noch verbuggt hier. Aber was auch ja stimmt, ne, ist ja alles ein bisschen schwerer geworden. Homeoffice und so weiter. Zeigt er wieder zwei an. Weil diesmal sind es auch zwei. Okay. So, dann mache ich dann übrigens auch immer Folgendes. Dann brauche ich nicht zweimal die Schleuse betätigen. Also, wo war ich? Ja, genau. Squadron 42. Ich rechne da nicht zwingend mit, aber wäre schon ja, cool, wenn sie es endlich hinkriegen. Und vielleicht auch noch ein paar Teaser zeigen. Also die haben ja nun bestimmt eine Menge, die sie fast schon zeigen können. Und aber da warten wir doch alle dringend drauf. Ich könnte hier auch so hindorben. Aber wir sind ja ordentliche Menschen. Pass mal auf, die andere Kiste. Die wir da nicht, wo wir keinen Spaten hatten. Die Tür ist einfach komplett im Eimer hier. Die ist gleich unser Verhängnis, dass wir hier nicht die Mission mehr richtig beenden können. Obwohl er sagt ja, Outpost cleared 1 von 3, also müsste das andere ja erledigt sein. Wenn ich hier jetzt ein paar Meter entfernt bin, müsste er sagen, Outpost completed 2 von 3. Ach, das kann auch deswegen mit zusammenhängen, kann auch damit zusammenhängen, dass wir noch nicht genug
weit genug weg waren, gerade eben, wo da noch 0 von 3 stand, als wir abgeflogen sind. Bis denn. Hallo. Schön da liegen lassen. So. Stimmt, das war das. Aber es war ja nachweislich da in 1000 Metern noch eine Kiste. Ne, das war nicht die, wo wir jetzt sind. Ne? Das war noch 1000 Kilometer. Naja. Auch egal jetzt. Hier machen wir hier den Abflug. Ich glaube, das können wir ausmachen hier. Ne, da wieder. Irgendwie habe ich R2D2 in hier drin. Cool. Ich feiere diese Sicht. Dann die dreckige Scheibe, ne? Sieht man so in der Sonne. Muss mal geputzt werden, ich gebe zu. So, Apos 2 von 3, da haben wir es, alles klar. So, und das ist jetzt da. Den können wir erst ein bisschen höher, ne? Ja. Okay, dann machen wir so noch eine Aberdeen, eine Kiste einladen oder zwei. Und dann können wir die irgendwo vertickern. Wobei davon ausgeht, dass da nicht viel kriegst, nicht viel für zu kriegen ist, bekommen ist. Wenn überhaupt. Der kauft schon Giftmüll. Oder so Biomüll, ne? Giftiger Biomüll. So, reicht das schon? Ich glaube nicht. Nö. Nee. Gott, die ganzen Marker hier. Noch nicht hoch genug, ja, wir müssen erst wieder so auf 12 ungefähr. Ja, ständig der Wind, der mich dreht. Ne? So, ich mache jetzt gar nichts, ne? Ja, ist real, ist okay, aber ganz begeistert bin ich da jetzt nicht von. Immer noch nicht. Obstructed. Okay. Ah, wir sind ja noch nicht mal bei 10. Planetenoberfläche jumpen. Cool. Obwohl man schon 100 Mal gesehen hat, das ist doch immer wieder geil. Klar, liegt natürlich auch wieder im Dunkeln, wo wir hin müssen. Voll in die Steilwüste. Quantum travel complete. Bottom Flats Aid Shelter. Okay. Quantum travel initiated.
Quantum travel complete. So, ich denke mal, die Bezahlung gibt es, wenn der Outpost cleared auf 3 steht. Und dann können wir machen, was wir wollen mit dem Zeug. Ich fliege da mal nach Everest Harbor und versuche das. Mal gucken, ob man das da vertickern kann im Admin Office. Und wenn nicht, dann schmeiße ich das bei nächster Gelegenheit heimlich hinten raus, ne? Keiner guckt. Von unten reinigen wir ein bisschen das Universum. Was? Och nee, das ist so eine Station, wo man eigentlich nichts zu suchen hat. Was soll das denn? Mich verarschen. Das wird ja immer witziger. Ich hoffe, das war ein Bug. Ja, muss ja. Oder Moment, ist hier Clasher irgendwo in der Nähe? Wieso sagt er jetzt da 67.000 Bio-Waste? Ah ne, da hinten ist das Ziel, ne? Wo ist hin? Nee. Oh ja, egal jetzt. Ja, ruhig bleiben. Bin ein bisschen verwirrt. Wir knallen das Maschinenschienchen hier jetzt eben irgendwo hin. Da natürlich nicht. Ah, hier soll es das gehen. Proximity Alert. Ja, ist gut. Proximity Alert. Starboard. Proximity Alert. Deck. So, das müsste doch gehen. Ups. Nee. Hallo? Launch complete. Irgendwie. Proximity alert. Der Wind mich gedreht, ne? Volle Ausrede. So. Landing complete. So. Engines offline. Wir sind doch hier auf Aberdeen, oder nicht? Hier ist ja irgendwo das Clasher-Gefängnis, oder täusche. Kriegt er jetzt das durcheinander? Kann sein, dass ich da irgendwie dran vorbeigeflogen bin. Weiß ich jetzt gar nicht. So, ich glaube, wir können hier gleich durchlaufen. Nee, können wir nicht. Ach, jetzt geht's wieder. Wieder 2 Kisten. Ist aber auch wieder ein stressiger Tag heute. Gluck, 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 gluck. Plopp. Kann die irgendwie rauskicken hier, die andere Kiste? Nee, ja. Ja, guck, es waren jetzt bei beiden 2 Kisten, ne? Also die letzten beiden Stationen. Und bei der ersten haben wir nur eine eingesammelt und die andere war ja auf, ja,
nicht zu. Konnte man ja nicht einsammeln. Hallo. Warum schmeißt das so hin? Denke mal, die Kiste, die da so gesehen im Planeteninneren war, war verbuggt. Aber wenn er gleich sagt, Auspost completed, 3 von 3, dann ist ja alles gut. Hätte eigentlich auf Please gedrückt, aber egal. Und da abgeglitscht. So. Weg hier. Engines online. Launch complete. Proximity alert. Starboard. So, jetzt will ich das eben wissen. Landing gear retracted. Ja, genau. Everdeen. Ah ja, genau. Siehst du? Ah, kann ich jetzt natürlich wieder nicht lesen. Da. Zwischen den. So, da kann man es lesen. Clasher Rehabilitation Facility. Ah, das Gefängnis ist hier in der Nähe und da bin ich dran vorbeigeflogen. Deswegen kam die Meldung. Alles klar. Was will er da jetzt? Naja, das ist der eine, die eine Kiste noch, die wir nicht kriegen konnten. Aber Objective complete, collect waste. Er hat es akzeptiert. Und da ist unsere gewaltige Belohnung. 1950 Tacken. Jetzt müsste der Marker auch weg sein, ne? Ja, alles klar. Ja, super. Haben wir dann mit kleinen Bugs zu kämpfen gehabt, aber es hat ja dann doch noch geklappt. Ich guck mal eben. Ob wir am schnellsten nach Everest Harbor kommen. Nee. Hallo. Ah, ja, zwei Jumps oder drei. Aber das bringen wir noch eben zu Ende. Da wollen wir noch eben wissen, was wir dafür den Spaß kriegen. Müssen wir eine Kiste im Kopf rechnen, die uns fehlt. Ne? Ich denke schon mal, dass an beiden Stellen hier, an allen drei Stellen hier bei zwei Kisten eigentlich zur Mission gehören. Quantum Travel complete. Zum Glück hat er die Verbuggte ja nicht gerechnet. Quantum Travel initiated. Jo, ansonsten läuft es eigentlich recht stabil. Was mir so ein bisschen aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob das... Ah, das ist irgendwie Zufall. Irgendwie war das der Ladescreen. Also der Spielstart ging ein bisschen schneller. Ich meinte, dass ich nicht so lange im Ladescreen rumhing wie sonst. Aber das kann jetzt auch subjektiv sein. Das weiß ich jetzt nicht genau. Travel complete. Auf jeden Fall haben sie natürlich wieder an
Server-Crashes und Client-Crashes gearbeitet, wie eigentlich immer. Aber das ist eine unendliche Story, das wird nie hundertprozentig funktionieren. Fürchte ich. Also absolut bugfrei bekommt man das, glaube ich, nie. Und so viele Faktoren abhängig in der Verbindung. Dann die, ja, den Weg, den das Signal nimmt. Bin da jetzt nicht so der Fachmann für, aber ist ja allgemein bekannt, dass das Signal ja nicht direkt von deinem PC zum Spielserver geht, sondern noch ein paar Stufen dazwischen hat, ein paar Stationen dazwischen hat. Und je länger der Weg und desto mehr, ja, Zwischenstationen, desto mehr Fehler passieren natürlich auch. Oder desto instabiler wird das Ganze, würde ich mal so laienhaft sagen. So, ich weiß jetzt gar nicht, ob die, ja, Everest Harbor ist auf jeden Fall ein Admin-Office, ob der jetzt was annimmt, weiß ich nicht. Werden wir gleich sehen. Aber generell, ne, nimmt ja nicht jede Station alles an. Kann natürlich sein, wenn er das hier nimmt, wenn die das hier nicht haben wollen auf Everest Harbor, dass es dann auf, was weiß ich, Port Odessa oder in einer anderen Station oder direkt Lorville, Area 18, New Babbage, wo auch immer, dass irgendjemand das nimmt. Aber ich werde jetzt garantiert nicht hier wild durchs Weltraum rasen und gucken, ob ich so eine kaufen will. Irgendwie komme ich hier nicht vorwärts. Blöd. So. Dann wollen wir mal sehen, dass wir landen und ein Bierchen kriegen. Ach, da habe ich es. So. Please proceed to assigned landing bay. So, und nicht jetzt wieder auf der anderen Seite der Station, bitte. Das ist nett. Also ich glaube, wenn ich jetzt auftanke und die kleinen Beulen und Schrammen, die ich mir geholt habe, reparieren lasse, dann ist er wahrscheinlich teurer, als was ich jetzt verdient habe in der ganzen Geschichte. Es sei denn, wir kriegen gleich zigtausend für die Kisten. Landing gear deployed. Zeigt er da denn an? Die beiden Marker links und rechts. Ich nehme mal an, das ist so eine Docking-Funktion für große Schiffe. Schlag mich nicht, aber da habe ich jetzt nichts von gelesen, dass das irgendwie schon die Vorbereitung ist oder funktioniert. Für so ganz große Pötte, ne? So Hammerhead und. Automated landing initiated. Da habe ich jetzt nichts von gelesen, dass da irgendwie schon was Proximity Alert Port in den Gänge ist. Aber es sah ja wohl so aus, ne? Wie so zwei so Andockstellen, ne? Für irgendwelche. Landing complete. Have a pleasant stay. Ja, zum Einresten oder sowas, ne? Von irgendwelchen größere Teile. Okay, gucken wir mal, was wir jetzt so an Reparaturkosten haben. Gar nichts, weil geht nicht. Toll. Na gut. Das ist auch immer noch ziemlich verbuggt. Also, das ist ja auch ständig, gibt es da Probleme. Entweder geht es gar nicht oder es wird da nicht ausgeführt. Also, naja, okay. Habe ich Maschine schon aus? Nein, jetzt.
So, zum Glück brauche ich die Dinger jetzt nicht alle einzeln reintragen. Das ist schon mal vom Vorteil. So, 5, ne? Das hätten bestimmt 6 sein sollen, aber okay. Achso, ich dachte gerade, der Boden ist weg. So. Dann gucken wir das noch eben schnell, ob wir da irgendwo was kriegen, wenn ich denn das Admin Office finde. Dann haben wir das erwähnt. Auch mal gucken, das an. Ne? Da hinten in der Mittelbildmitte jetzt, ne? Da sehen wir das große Gebäude von Lorville. Irre. Für den einen oder anderen mag das eine Kleinigkeit sein, also ich finde das richtig cool. Nicht so cool sind die Fahrstuhllaufzeiten. Komm her. Aber weiß man noch gar nicht. Gerade hier bei den Raumstationen, ne, dauert das Ewigkeiten. Komm, mach. Obwohl, das kann jetzt sein, ich habe das gerade eben gehabt, bevor ich das Let's Play gestartet habe. Ah ne, es geht, Gott sei Dank. Waren die Fahrstühle hier verbuggt. Da ging gar nichts. Musste ich also zurück, also den Server verlassen und einen neuen Server wählen, weil die Fahrstühle überhaupt nicht gingen. Ich dachte jetzt gerade, das wäre schon wieder der Fall. So, hat geruckelt, aber immer noch nicht da. Puh, Gott sei Dank. So, aber mal, wir können eigentlich mal ihn. Muss man nicht machen, aber nee, kleben wollen sie nicht. Dachte, man könnte Storage machen. So, wo war jetzt auch noch das Admin Office? Da oben doch, oder nicht? Weg. Nee, das Rest in Relax. Autsch. Wo war jetzt das Admin Office? Ich kann mir das nicht merken. Jede Station ist Tick anders als die andere. Also Moment, das müsste hier sein und dann oben, oder? Ne, da ist es. Moin. Need something? Nö. So, Trading and Shipping, da wären wir mal gespannt. Go ahead and set it down. What? So, ich. Zell. Da haben wir nix da. You gonna drop this off, or what? Er ist ein Mecker da, weil ich angesprochen habe. Ja, guck. Die wollen nix haben. Ne? Die kaufen es nicht. Also, hier kann ich es nicht verkaufen. Eventuell irgendwo anders. Ne? Aber ja, es wird jetzt hier ungeduldig. Ich wollte auch nur fragen, wie es geht. Need something? How's going? Yeah, it's fine. It's not like this is a really exciting job or anything. They ain't making spectrum shows about what I do. That's all. Scheint ja nicht sehr motiviert zu sein. Also wie gesagt, hier können wir es nicht loswerden. Sicherlich kann man es irgendwo verkaufen. Ich weiß im Moment jetzt auch nicht, wieso die Rate für sowas ist, die Preise für ja, Waste sind. Ne? Waste kann man ja durchaus mit handeln. Aber okay. Aber wir hatten ja letztes Mal den Greycat Rock. Das ist hier der Ur-Greycat, sag ich mal. Da sind wir früher mal im Hangar mit rumgefahren. Und wird ja auch immer noch Blödsinn mitgetrieben, ne, wenn man das irgendwie hinkriegt,
den irgendwo zu spawnen, dann hier so zum Beispiel hier in der Station damit rumzurasen. Der muss eigentlich auch mal überarbeitet werden. Der sieht ja auch schon ziemlich altbacken aus. Geht ja nicht benutzen hier. Nee. Also von derselben Firma ist ja auch der Grey Cat Rock. Und diesen Grey Cat, den gibt es schon. Puh. Ewig. Ich meine, es ist das erste Radfahrzeug, was es überhaupt gab. Ich glaube noch vor dem Rover, ne? Ah, weiß ich jetzt nicht genau, aber den gibt es auf jeden Fall schon ewig. Na gut, okay. Mal gucken, was er hier Schönes hat. Aha. Bücher und irgendwelchen Tünnef. Eigentlich habe ich Hunger und Durst. Ja, ich gucke gleich mal hier oben, ob es hier eine Bar gibt. Und ja, sag da mal Tschüss, ne? War jetzt eine, ja, nichts Besonderes. Aber ich wollte so ein bisschen die Oberfläche von Hörsten das noch im Sehen mit dem Wasser. Und diese Multi-Müllentsorgung haben wir auch noch nicht gemacht, glaube ich. Dann haben wir mal gesehen, wie das am besten zu managen ist. Vor allem, wenn man da wieder mit irgendwelchen Glitches und Bugs zu tun hat. Ja, schicke Frisur. Okay, dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.